Kurzer Zwischenschub, bevor wir die Sprinterinnen sehen. Benjamin Bauer hat sich nicht verbessert. 14,99 Meter bleibt dabei für den Chemnitzer. Der hat damit selber sich. Und von da aus geht es dann zurück zum Sprint. 60 Meter Zwischenläufe für die weibliche Jugend U20. Vier Stück an der Zahl. 32 Athletinnen haben sich in den Vorläufen dafür qualifiziert. Und wir schauen hier in den ersten Vorlauf, der schon bereitsteht. Da sehen wir auf der Bahn 1 Maureen Zimmer, Königsteiner Leichtathletikverein. Auf der Bahn 2 Josefine Barbenzon, SV Georgsheil. Auf der Bahn 3 Elena Pagliarini, LG Stadtwerke München. Bahn 4 Laura Ulbricht, TV Deilinghofen. Bahn 5 die Favoritin, die Jahresschnellste und die Titelverteidigerin vom LC Paderborn, Chantal Butzek. Bahn 6, die deutsche Vizemeisterin der U18 über 100 Meter aus dem letzten Jahr vom CLV Siegerland, Nina Braun. Bahn 7, Theresa Haufe, Dresdener SC. Bahn 8, Sabrina Hessler, SV Halle. Das ist also der erste von vier Zwischenläufen für die weibliche Jugend U20. Wir suchen die 8 Finalteilnehmerinnen. Die große Favoritin hier auf Bahn 5, Chantal Butzek. Gestern nahm sie Silber über die kurze und mit. Jetzt möchte sie im Flachsprint glänzen. Chantal Butzek, Bahn 5, locker vorweg mit deutlichem Vorsprung und einer schnellen Zeit. 7,54 Sekunden. Auch die wie immer vorläufig inoffiziell. Und ja, wir erinnern uns eben bei den Vorläufen. Da gab es einen Lauf, den wir wiederholen mussten, nachdem es da Probleme beim Start gab und nicht zurückgeschossen wurde, der Lauf durchging. Im ersten Versuch gewann Lisa Marie Quayet, die dann im zweiten Versuch nicht mehr angetreten ist und damit nicht dabei ist in den Zwischenläufen. Wird sich dann wohl auf die 200 konzentrieren, auch da geht einiges für sie. Wäre hier eine der Mitfavoritinnen über 60 Meter gewesen in der nächsten Runde, also nicht mehr mit dabei. Lisa Marie Quayet, ohne sie finden jetzt noch 3 weitere Zwischenläufe statt.